Hallo, herzlich willkommen zum Easter Egg 2016. Also, das ist der Easter Egg 2016. Wer sich verlaufen hat, hat jetzt die Möglichkeit, den Saal noch zu verlassen. Okay. Ich finde es sehr schön, dass sich so viele Mitglieder der CCC-Familie in unser entlegenes Bergdorf verirrt haben. Es gibt nicht sehr viel Organisatorisches zu klären vorab. Ich möchte euch viel Spaß am Gerät wünschen. Wir haben Internet, glaube ich zumindest, verkabelt und drahtlos. Da hat es offenbar vorab leichte Kommunikationsschwierigkeiten gegeben, wie man denn ins WLAN reinkommt. Das sollte mittlerweile gefixt sein. Es gibt Zettel beim Infodesk oben mit den Kennungen und so weiter. Ja, DECT gibt es auch. GSM gibt es leider nicht, das haben wir nicht mehr geschafft. Ansonsten haben wir ganz tolle Vorträge und Workshops. Auf ein paar freue ich mich persönlich schon sehr. Ganz toll für einen Easter Egg, finde ich. Und es gibt jetzt noch ein paar wenige Punkte, von denen ich gebeten wurde, sie euch zu erzählen. Das mache ich jetzt kurz und dann haben wir es auch schon wieder geschafft. Es wurde gebeten, bitte, bitte im Haus kein Gaffer auf Beton oder Glas zu kleben. Mag nicht intuitiv scheinen, aber das scheint schwierig zu entfernen zu sein. Darum bitte dran halten. Ich hoffe, es haben schon alle den Tisch mit dem Frühstück gefunden. Da hinterm Rolltor. Mahlzeit. Wer helfen will und Engel spielen will, da ist auch hinterm Rolltor ein Tisch aufgebaut, wo man sich melden kann. Schön offline mit Papierzettel an der Wand. Ich glaube, speziell das VOG möchte noch gerne Hilfe haben für Saalbetreuung. Und ansonsten, glaube ich, kann der Easter Hack losgehen. Viel Spaß am Gerät und danke. Ich versuchen kann zu beantworten. Der Hetti hat eine Frage, okay. Wie sehr hast du auf Easter Egg vorbereitet? Die Vorbereitung hat vor einem Dreivierteljahr angefangen. Das merkt man jetzt vielleicht nicht, weil es chaotisch ist, aber wir haben sehr früh angefangen. Keine Aufkleber irgendwo hin? Bitte keine Aufkleber irgendwo hin. Oh, ja, gute Frage. Die lieben DECT-Leute, die sitzen vor dem Eingang zum Workshop-Raum. Dort kann man sein DECT registrieren lassen. Genau. Ja, okay.